Ich lieg in deinem Arm und du redest wieder nur von dir. Oh, warum hab ich mich jetzt schon wieder hierher verirrt? Du sprichst von Partys in New York, von Shootings in Paris. Mal ganz nebenbei schmeißt du den besten Rave in Wien klar. Aha, hab schon verstanden. Und alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin, dass ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin. Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin, weil ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin. Du hörst mir nur zu, wenn ich Worte sag, die dir gefallen. Es ist Mitte Juli, doch mir ist unendlich kalt. Du hängst an deinem Handy und ich fühl mich einsam. Ziehst an deiner Kippe und ich ziehe weiter. Denn bei dir bin ich nie, wie ich bin, wie ich eigentlich bin. Und alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin, dass ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin. Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin, weil ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin. Ich hab's nicht mal gemerkt. Hab's nicht mal gemerkt. Leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin. Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin, weil ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin. Und alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin, dass ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin. Und alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin. Boah, sie hat richtig krassiert. Der letzte Ton, den hat sie rausgeholt. Mein Standing Ovation mal ein bisschen für dich auch mag. Ich mag es selten und ungern, aber das war tatsächlich sehr viel. Dankeschön. Ray, das bedeutet mir sehr viel, weil ich weiß, mittlerweile fällt dir das Aufstehen sehr, sehr schwer. Ne? Deswegen, das hat schon was zu bedeuten, Leute. Ihr habt euch das verdient. Ne? Die Standing Ovations gebühren natürlich euch dreien, weil ihr habt ein Dreier-Battle so auf den Punkt gebracht, dass hier die Bude kocht. Ich finde nicht, dass ihr euch den Platz gegenseitig gestohlen habt, sondern ihr wart alle drei total präsent und habt es richtig, richtig gut gemacht. Respekt. Ja. Sido, normalerweise ist es ja schon schwierig, sich zwischen zwei zu entscheiden. Jetzt stehen hier drei. Wüsstest du schon, was du machst? Für mich würde die Entscheidung nur zwischen Joe und Yannick fallen. Nichts gegen dich, Jean-Baptiste, aber ich finde immer noch, dass Yannick, du bist für mich schon ein Typ, du bist für mich schon ein fertiger Künstler. Von dir würde ich mir sofort Songs anhören und deine Konzerte besuchen und so. Ich finde dich einfach klasse. Vielen Dank. Ich war auch sehr beeindruckt von euch drei, aber ich muss Sido zustimmen. Bei Yannick, als du angefangen hast, habe ich sofort Gänsehaut bekommen. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass du einfach das ganze Lied gesungen hättest, was selten vorkommt. Vielen Dank. Und also wirklich Respekt. Mann, mega, 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 mega gut. Wirklich. Yannick, du hast ja extrem viel Lob hier bekommen. Also wirklich Respekt. Vielen Dank.
Jean-Baptiste, ne, du hast ein bisschen Glück gehabt in den Blinds, dass du überhaupt weitergekommen bist. Und ich finde, dass du hier jetzt auf der Battle-Bühne stehst und wirklich mit zwei sehr, sehr guten Sängern komplett mithalten kannst und deine eigene Art zu singen da so einbringen kannst. Finde ich richtig geil. Und Jo-Marie, du bist in der Dreiergruppe angetreten mit zwei 4 Meter großen Dudes in der Mitte. Aber du hast dich entpuppt als die Chefin, als die Königin der Gruppe. Du hast es den richtig... Ja. Du hast den Laden richtig zusammengehalten. Du bist eine extrem sichere, super, super gute Sängerin. Mann, ohne dich wäre das nicht so großartig geworden, wie es jetzt heute Abend hier war. Danke. Ja, Marc, jetzt hast du die blöde Aufgabe, dich zwischen diesen drei unglaublichen Talenten entscheiden zu müssen und wen du zum Stil-Deal freigibst für die anderen. Wen nimmst du mit in die Sing-Offs? Stimmt, Yannick, oder? Wenn du nicht Yannick nimmst, ich nehme ihn. Sage dir jetzt. Fuck. Ja, aber ich nehme Yannick. Ah! Oh, okay. Oh, schnell. Thank Yannick. God, Mother. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Der größte Mann bei The Voice of Germany. Vielen Dank, wir sehen dich in den Singer. Yannick. Aber es ist noch nicht rum. Ihr zwei habt ja auch noch eine Chance. Es ist noch gar nicht vorbei, denn jetzt kommt der Steel Deal Countdown. Don't do it, man. Don't do it, my man. Nein, Lenz braucht gar nicht dazu. Sido! Yes! Oh! Oh mein Gott! So, Steel Deal von Sido. Bei Sido sitzt noch gar keiner auf dem Stuhl. Deswegen muss da auch gar keiner hinten gehen. Aber jetzt sag uns erstmal, für wen du dich entschieden hast. Für Jo-Marie. Jo-Marie, herzlichen Glückwunsch! Danke! Dann bist du ab jetzt vorerst im Team Sido und darfst hinten auf dem Stuhl im Steel Room Platz nehmen. Marin! Dein Applaus! Danke. Vielen Dank! Das ist das erste Talent, das hier sitzt, und das letzte. Ich gehe hier nicht mehr weg. So, lieber Jean-Baptiste, du hast ein wahnsinniges Talent, sonst würdest du hier nicht stehen. Vielen Dank, dass du hier warst. Ein großen Applaus bitte für Jean-Baptiste.